kind of want to be. I want to make a good girl cry, teaching back and I'm a little man. Hallo, ich bin Alina und nehme euch heute mit zur Premiere von Lassie und ich freue mich schon richtig. Und jetzt geht's erstmal zu den Interviews. Danach geht's zur Premiere und also auch zum roten Teppich. Und Film ab! Der berühmteste Hund der Filmgeschichte. Lassie! Kommt endlich zurück auf die große Leinwand. Hol das Huhn. Komm, ich zeig's dir. Siehste, ist doch kinderleicht. Beschreibe den Film Lassie, eine abenteuerliche Reise in drei Worten. Abenteuer, Freundschaft, große Liebe. Spannend, traurig und lustig. Spannend, lustig und auch traurig. Hätte ich eigentlich fast auch gesagt, abenteuerlich auf jeden Fall. Lustig, aber auch dramatisch. Ich habe gehört, dass du eigentlich vor Hunden Angst hast. Wie hast du deine Angst für den Film überwunden? Ich durfte vorher den Lassie kennenlernen. Das waren in unserem Falle waren das drei Hunde, die Lassie gespielt haben. Also den gab es dreimal. Und ich habe die Tiertrainerin vorher kennengelernt. Vor meinem ersten Drehtag war das. Und dann hat sie mir ein bisschen die drei Hunde vorgestellt und ich durfte sie ein bisschen streicheln und hab mich so peu à peu rangetastet und dann ging's. Wie haltest du dich auf, wenn du mal einen schlechten Tag hast? Ich guck meine Tochter an, die macht mich dann glücklich. Ich versuche mich dann, dass meine Kinder mich aufheitern oder dass ich lang rausgehe und irgendwie an der frischen Luft was mache, dass ich spazieren gehe oder Radl fahre oder sowas. Und manchmal klappt es nicht. Unterschiedlich. Ich esse sehr gerne. Also irgendwas Leckeres essen, dann meistens ist es auch der Grund, warum ich schlecht drauf bin, wenn ich Hunger habe. Aber dann esse ich gerne oder guck Filme. Ja, also ich rufe auch meine Freunde an und so, die halten mich dann schon auf. Ja, oder ich lege mich irgendwie ab mit irgendwas anderem. Was für ein Tier hättest du gerne als Haustier? Ich war gestern im Zoo und mein Lieblingstier gestern war ein Walross. Das wiegt 1500 Kilo und ist im Wasser sehr elegant und am Land gar nicht. Das hätte ich sehr gerne als Haustier. Allerdings geht das nicht, weil da bräuchte ich einen kleinen See oder sowas vor der Haustür und das habe ich nicht. Ansonsten vielleicht eine Katze. Ich habe eine Katze. Du hast eine Katze? Ja. Wie heißt die? Michi. Michi? Obwohl er ein Kater ist. Na, Michi ist doch. In Bayern, wo ich herkomme, ist Michi ist auch ein Jungsname. Okay, passt zum Kater. Also tatsächlich, ich muss es jetzt sagen, Katzen. Das ist jetzt aber total fehl am Platz hier, oder? Aber ich bin mit Katzen aufgewachsen, deswegen Katzen. Also ich habe einen Hund, bin ich zufrieden mit. Also auf jeden Fall, ich würde auch einen Hund noch haben, auf jeden Fall. Ich habe leider kein Haustier, aber ich würde auf jeden Fall richtig gerne einen Hund haben. Und ja, also auch so einen Collie könnte ich mir schon vorstellen, wie Lassie. Wie lief das Training mit den Hunden vor den Dreharbeiten ab? Ihr musstet euch ja kennenlernen. Ja, also das lief dann immer so ungefähr, ich glaube, drei Wochen davor circa hat es angefangen. Dann hat man sich jede Woche mal so getroffen, hat so die wichtigsten Kunststücke nochmal so, ist die nochmal durchgegangen, damit die dann beim Film auch gut funktionieren. Hat eigentlich von Anfang an gut geklappt und hat dann letztendlich auch richtig Spaß gemacht. So, die Interviews sind fertig und es hat riesig Spaß gemacht. Jetzt gehen wir zum roten Teppich, wo ich den Hund auf jeden Fall treffen werde. Und ich freue mich schon riesig auf den Hund. Und da spielen wir mit dem Spiel, mit den Stars meine ich, mit den Stars ein kleines Spiel. Und das werde ich euch dann erklären. So, wir sind gleich da. Da ist schon der rote Teppich. Und da ist auch Lager. Ich zeig's euch mal. Da, oh, da. Und da hinten ist der Eingang, aber ich gehe einfach mal rum mit euch. Wir fangen von da hinten an. Und dann ist eigentlich, warte,
eigentlich hier alles nur rot, rot, rot. Meine Lieblingsfarbe ist sogar rot. Kleiner Fun Fact. Und ja, so geht es weiter bis auf die andere Seite. Das Hundsviech ist morgen weg oder sie fliegen raus. Flo. Das lässt sie nicht wegbringen. Tut mir leid, Lassie. Hallo, ich bin Alina und wir sind hier fleißig am Aufbauen. Das heißt, wir räumen gerade die Kameras auf und hier ist unser Namensschild. Das heißt, wir müssen hier stehen und bald kommen die Stars. Oh, like the move it, move it. Oh, like the move it, move it. Oh, like the move it. Ich erkläre euch jetzt das Spiel. Das Spiel heißt, ich hab schon mal und ich habe hier ein Schild, wo Ja und Nein draufsteht. Ich sage zum Beispiel, ich habe mich schon mal verkleidet, damit mich keiner erkennt. Dann sagt man Ja, wenn man sich verkleidet hat, dass niemand erkannt wird, also dass man sich erkannt wird. Oder Nein, wenn man nicht erkannt wird, wenn man es nicht gemacht hat. Und wenn sie Ja sagen, wollen wir natürlich alle ein bisschen mehr darüber erfahren. Hallo! Ich schon wieder. Ich auch schon wieder. Ich habe schon mal etwas vom Set mit nach Hause genommen. Und was? Essen. Naja, ich halt Kleider, also Klamotten. Stimmt, ja. Ja, und zwar gerne nehme ich Sachen mit, die mit meiner Figur was zu tun haben. Also Requisiten zum Beispiel, Tagebücher oder Stifte oder so Sachen, die auf dem Schreibtisch oder auf dem Nachttisch liegen. Und was? Eine Hose. Ja. Und was? Mal was zu essen habe ich mitgenommen. Und man darf auch ab und zu was von den Kostümen mitnehmen. Ich habe schon mal einen Lachanfall während den Dreharbeiten bekommen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich lache sehr viel und sehr gerne. Vor allem, wenn man mit so einem Kollegen wie Sebastian Betzel dreht, dann muss man ständig lachen. Nicht wirklich Anfall, glaube ich. Aber ich habe schon mal gelacht. Ja, ich habe auch keinen Anfall gekriegt, aber auf jeden Fall ist es manchmal sehr lustig. Ja. Da musste ich meiner Partnerin nur immer in die Augen gucken und wir mussten beide lachen. Keiner weiß warum, aber wir konnten uns überhaupt nicht fassen. Wenn wir uns in die Augen guckten, mussten wir beide lachen. Und dann wurde der Regisseur auch ziemlich sauer. Oh. Ja, das passiert oft. Das passiert ganz oft. Es gibt so zwei, drei Kollegen, das ist die Lisa Maria Potthoff oder der Simon Schwarz oder auch die Eva Mattes, mit denen ich schon viel gedreht habe. Da kann das ganz schnell passieren, dass man ganz doll lachen muss. Ich habe schon mal etwas Verbotenes am Set gemacht. Würde ich auch sagen. Nee, eigentlich nicht. Was? Ich habe in der Nase gepopelt. Nein. Das ist anständig. Ich habe schon mal etwas Verrücktes gemacht, was mir keiner zugetraut hat. Jeden Tag. Ich kann es mir gar nicht merken, was ich schon Blödsinn gemacht habe. Ich kann dir jetzt nichts Konkretes sagen, aber dauernd. Und was? Also, verrückt ist ja relativ, aber ich musste mal Traktor fahren lernen und Motorrad fahren lernen. Ich glaube, das haben mir nicht so viele Leute zugetraut. Bestimmt, aber mir fällt jetzt gerade nicht ein, was. Bestimmt. Aber so ganz genau weiß ich es jetzt gerade auch nicht. Also ich glaube ich jetzt nicht. Ah doch, ich bin mal vom Dach gesprungen und habe mir den Arm gebrochen. Das war keine so gute Idee. Ich habe schon mal etwas Verrücktes gemacht, was mir keiner zugetraut hat. Ja. Und was? Ich bin Schauspieler geworden. Also jetzt hier nicht los, aber wir gehen jetzt los und ich freue mich schon.
weg. Sie ist da draußen ganz allein. Wir finden Lassie. Versprochen. Komm zum Papi, bitte schön. Hey! Lassie! Lassie, eine abenteuerliche Reise. Liebe Freunde und große Gäste, die haben uns dem Lassie eine abenteuerliche Reise gefallen. Jetzt sind wir mit allen fertig und fahren jetzt nach Hause. Meine Lieblingsszene war am Ende, also ich kann jetzt nicht erzählen, aber es war richtig schön am Ende und ich darf jetzt nicht spoilern, also ich möchte auch nicht spoilern, deswegen schaut ihr euch unbedingt an, warum ich das Ende so schön fand und wenn ihr ihn unbedingt gucken wollt und wenn ihr vielleicht mal Bock auf einen neuen, spannenden, coolen Kinofilm habt. Der Film kommt ab dem 20. Februar im Kino.